Die Börsenminute von Julia Kistner. China scheint nicht nur wegen Covid stillzustehen, alles wartet auf den 16. Oktober, jenem Sonntag, an dem der 20. Nationalkongress der Kommunistischen Partei tagt. Das war schon vor 5 Jahren, 2017, so. Vor dem Parteitag wollte damals niemand investieren. Danach ging die Post ab. Das wäre schön, wenn es diesmal wieder so wäre. Der Internationale Währungsfonds hat jedoch die Wachstumsprognose für China für 2023 von 4,6 auf 4,4% gesenkt. Chinesische Tech-Aktien wie Baidu, Tencent oder Alibaba hat es daraufhin zerrissen. China hat allerdings noch Spielraum für weitere Zinssenkungen. Fiskalische und geldpolitische Spritzen könnten im 4. Quartal die chinesische Wirtschaft deshalb wieder ankurbeln. Genaueres über Chinas Konjunkturpakete erfahren wir eben am Sonntag. Und wird hier das Füllhorn ausgebreitet, dann würde ich die chinesischen Markenartikler wieder genauer verfolgen, die vor allem bei Sportartikeln zunehmend ausländische große Brands in Asien verdrängen. Aber Vorsicht, wirklich entthroniert wird Xi Jinping erst im Frühjahr. Das könnte die Unsicherheit bzw. die abwartende Haltung in China der Investoren noch prolongieren. Es besteht außerdem noch die große Gefahr, dass Peking es nicht schafft, Chinas Immobilienmarkt gegen die Shortseller zu schützen, die schon kräftig auf einen Immobiliencrash setzen. Als Anleger würde ich gerade bei chinesischen Einzelinvestments, wenn überhaupt, noch an der Seitenlinie stehen bleiben und besser, wie in der letzten Börsenminute-Episode schon erwähnt, breiter auf das gesamte Emerging Market-Universum setzen. Alles Gesagte ist nur die persönliche Meinung von Julia Kistner und daher keine Anlageempfehlung und keine Rechts- und Steuerberatung. Für Verluste, die aufgrund von getroffenen Aussagen entstehen, übernimmt die Autorin Julia Kistner keine Haftung.